Genau, wieder on Tour. Letzten Tage habe ich nicht so viel Videomaterial gemacht, weil, keine Ahnung, weil ich halt nicht allein unterwegs war und deswegen war es schwierig, im Videomaterial zu machen, weil die Leute waren halt auch deutsch und dann ist immer ein bisschen doof, Videos zu machen und irgendwas zu labern, wenn irgendwelche Leute am Start sind. Aber jetzt bin ich wieder alleine on Tour. Fahre gerade Richtung Wellington, also ganz, ganz in den Süden runter, um dann mit der Fähre zu fahren. Ich habe in den letzten Tagen richtig viele Sachen gemacht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile die Natur so ein bisschen über. Ich habe 7 Strände oder sowas gesehen, 4 Wanderungen gemacht und so riesige Bäume angeguckt. Oh ja, der ist schon 1000 Jahre alt, bla bla. Eine Bootstour haben wir gemacht, dann waren wir raften. Raften war richtig geil, den größten kommerziellen Wasserfall der Welt, was weiß ich, glaube ich aber nicht. Wir waren einfach einen Tag später an einem anderen Wasserfall, der war ein bisschen höher und da sind auch welche mit dem Kajak runtergefahren. Also, okay, die haben kein Rafting gemacht. Ja, vielleicht war es der höchste Rafting-Wasserfall. Also, der war 7 Meter hoch, da sind wir runter. Das war aber ziemlich geil, die Leute waren ziemlich cool, also die Mitarbeiter da. Das war ziemlich gut. Was haben wir sonst so gemacht? Achso, wir waren am Cape Ranger gewesen. Das ist der nördlichste Punkt. Und dann Sandboarden, oh, richtig geil. Nee, Sandboarden hört sich so geil an, aber man legt sich da auf so ein Brett, so wie man vom Meer kennt, wenn die Leute diese Wellenbretter haben, wo sie sich drauflegen und dann an den Strand treiben. Und dann läuft man erstmal so eine halbe Stunde so einen Hügel hoch und dann rutscht man auf dem Bauch da den Berg runter. Also wer da drauf steht, das ist langweiliger als Schlittenfahren auf jeden Fall. Und man muss vorher eine halbe Stunde durch die Hitze laufen, durch die Wüste. Was dann aber geil war, war, da wo wir Sandboden gemacht haben, war so ein Flussbett. Also so ein ganz flacher Fluss, wo so ein bisschen Wasser durchlief. Und Tim hatte gelesen, dass man da durchfahren kann. Und dann haben wir gefragt, kann man da durchfahren? Da meinten die, nee, das geht nicht. Dann haben wir aber so Touribusse gesehen, die da durchgefahren sind. Und so ein paar andere Leute. Und dann sind wir auch einfach durchgefahren. Und das war ziemlich geil, weil man ist halt durch so ein Flussbett gefahren, wo halt, keine Ahnung, teilweise so tief, teilweise tiefer, man hat das immer nicht genau gesehen, was da drin stand und was da durchgeflossen ist. Und ja, war ein bisschen spannend, weil wir ein bisschen Schiss hatten, verstecken bleiben. Das war auch die Begründung, warum wir das nicht machen sollten. Die meinten, ja, viele sind da stecken geblieben. Dann hatten wir natürlich ein bisschen Schiss, sind dann durchgefahren. Tim hatte Allrad, ich habe so ein, hier Bobby hat glaube ich nur Frontantrieb, ich weiß nicht genau. Und dann sind wir durch dieses Flussbett gefahren, das war ziemlich cool, hat ziemlich Bock gemacht. Und dann kamen wir Richtung Strand, das war unser Plan, sind wir zum Strand gekommen. Und dann konnte man einfach diesen ganzen Strand lang fahren, das ist dieser 90 Miles Beach oder so. Also 60 Kilometer, weiß nicht wie viel 90 Meilen sind, 60 Kilometer, schreibt in die Kommentare. Sind wir diesen Strand lang gefahren und das war ziemlich geil, weil da war einfach niemand. Ich habe auch Videoaufnahmen davon, vielleicht schneide ich hier rein. Wo wir da lang fahren, das war ziemlich geil, das hat ziemlich Bock gemacht. Also wir sind so am Anfang so 70, 80 rumgefahren, nicht so ganz getraut und dann aber durchschnittlich 100 oder so 100 km am Strand lang. Man konnte direkt am Wasser lang fahren, also sogar so ein bisschen im Wasser, wenn man Bock hatte. Habe ich auch teilweise gemacht, nur nicht die ganze Zeit, weil ja, ich bin irgendwann eine Stunde da am Strand lang gefahren. Und dann fährt man lieber auf der trockenen Strecke, vor allem wenn man so 100 km fährt und das ist auch nicht so gut wie Salzwasser für das Auto. Danach mussten wir erstmal in die Waschanlage und alles sauber machen von unten, dass es abgespült wird, damit es nicht sich beeinflusst, irgendwie, keine Ahnung. Ja, war aber nice. Wenn wer Cape Ranger machen will, ist ziemlich langweilig. Okay, wir haben da gefrühstückt, das war ein bisschen witzig. Das ist die nördlichste Stelle, da treffen zwei Ozeane aufeinander. Sieht man natürlich nicht, dass da zwei Ozeane aufeinandertreffen. So kann man sich jetzt, keine Ahnung, ist halt völlig, du siehst da halt Wasser. Es sieht ganz genauso aus, als wenn du ganz normal aufs Meer guckst. Nur, dass da zwei Ozeane aneinandertreffen. Also hat mich jetzt nicht beeindruckt, das Sandboarden auch nicht, aber
die eigentliche Nebensächlichkeit, dass man halt durch den Fluss durchfahren konnte und dann die bei Miles Beach so ein Auto am Strand lang fahren konnte. Das hat es gemacht. Man konnte halt fahren, wie man wollte. Man hatte ultra viel Platz und man konnte ruhig rumcruisen, hätte auch driften können und so. Wir haben auch welche gesehen. Die Chinesen, die haben sich ans Auto hinten, ich glaube, sowas wie Wasserski gebaut oder so und sind dann im Sand lang gefahren. Also haben sich hinten ans Auto reingehangen mit diesen selbstgebauten Wasserski und hängen dann da hinten dran. Das ging ziemlich ab. Ich habe es leider nicht filmen können, aber es war echt witzig. Dann sind auch welche mit Crossrädern die Dünen hochgefahren und dann wieder zum Strand und ja, war schon witzig. Ja. Na gut, aber Natur bin ich erstmal über so ein bisschen, wir haben alles Mögliche gesehen. Die anderen wollten halt, sind heute gerade am Wandern, so ein, über so einen Bergpass wandern, aber und da wo ist ein Vulkan und so, ich kann das nicht mehr. Gestern war geil. Gestern haben wir eine Bootstour gemacht. Da habe ich ihn im Hostel getroffen und dann habe ich so geguckt, so, er hat sie so erzählt, so, ja, eine Bootstour mit Pizza und dachte ich, okay, ganz chillig. Dann habe ich sie geguckt. Habe ich auf BookMe geguckt, was das so ist, und dann war es so eine Piratentour. Okay, so ganz piratisch war es dann doch nicht. Aber es war geil. Wir kamen aufs Boot, haben uns da hingesetzt, hatten eine richtig geile Sitzsäcke, saßen ganz vorne. Dann gab es erstmal Pizza, also wirklich von der Pizzeria, die haben das extra anliefern lassen. Dann gab es noch Wein. Dann sind wir halt aufs Meer, nicht aufs Meer, das war auf dem See, sind auf den See rausgefahren. Da waren übertrieben hohe Wellen. Das ist die ganze Zeit übergeschwappt, sogar das Boot ist manchmal so eingetaucht ins Wasser, es war richtig crazy und so übertrieben Wind. Der hat auch erst Schiss rauszufahren und wir konnten links abbiegen. Okay, links abbiegen, alles klar. Und wir konnten nicht ganz rausfahren, wir mussten ein bisschen an der Küste bleiben. Okay, ist abgebrochen, mein Speicher war voll. Ich habe nicht so Platz, ich habe nur 16 GB auf meinem iPhone und das reicht nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall, wir konnten nicht so ganz rausfahren aufs Meer, auf den See, weil so Wellen waren, so bla bla bla. Und dann sind wir an einer richtig geilen, ich weiß nicht, so einer Höhlenmalerei lang gekommen. Das sah aus, als wenn du wie so bei Herr der Ringe siehst, so ein Tor, so ein Steintor, was sich einfach so dann aufschiebt. Und das war so richtig krass bemalt mit irgendwelchen Inschriften und da waren noch richtig krasse Steinkreaturen davor, also so richtig aus Stein gemeißelt, so Echsen, Drachen, eins sah aus wie so ein Gorillakopf, der so im Wasser liegt. Das war richtig verrückt, also es war auch qualitativ echt gut, diese Steinmeißeleien. Es sah nicht nur so aus, sondern es war halt so diese Echse, die war so komplett einfach aus Stein gemeißelt, also die war komplett aus Stein gemeißelt und sah übertrieben echt aus. Und richtig krass. Ja, war auf jeden Fall eine coole Tour. Am Anfang war es ein bisschen, oder in der Mitte war es ein bisschen kalt, als wirklich in diese Wellen. Ich glaube, das hat er extra gemacht, dass wir dann rausgefahren sind und dann waren die Wellen die ganze Zeit hoch, runter und alle Leute waren nass auf dem Boot. Wir haben auch extra noch so Jacken bekommen, so Windjacken. War eine coole Tour. Vielleicht entspannt und was hinten machen, man darf einfach nur da. Und ja, jetzt geht's weiter nach Wellington, 305. Mann, keine Ahnung, was ich da mache. Mal gucken. Ja, gut. Dann bis dann, meine lieben Blogger. Ach so, Nachtrag. Danke auf jeden Fall schon mal, dass so viele Leute zugucken. Das heißt, ein paar Leute gucken zu. Wir schreiben ab und zu Sachen. Hi an euch. Ja, macht auf jeden Fall so mehr Bock, Videos zu machen, wenn ein paar Leute zu angucken und was zu schreiben.